In der Städtischen Galerie Wollhalle gibt es eine neue Ausstellung. In der letzten Woche wurde im Rahmen eines Pressetermins die Schau »Ich glaube an die Kraft der Farbe« von Alexander Detmar eröffnet. Der Künstler ist als Architekturmaler bekannt. So sind zum Beispiel die Wartburg oder St. Petri Rostock zu sehen, aber auch Güstrower Ansichten wie die ehemalige Synagoge und die Pfarrkirche. Aber gerade für die heutige Zeit hat er fröhliche Realität mitgebracht. Das sind Blumenmotive und Clowns. Die Architektur ist aus Natursteinen draußen gebaut, egal wo. Es ist mal in Einklang mit der Natur, die Architektur, bis zu einer gewissen Epoche. Das ist ja das, was ich denn darstelle. Jetzt stelle ich ja keine neuen Betonbauten dar, die nach 30 Jahren von Betonsägemaschine zerreddert werden. Sondern ich stelle ja etwas dar. Sie haben diese wunderschöne Backsteingotik hier in Güstrow. Und diese Kirchen des Nordens, die eine große Energie und Kraft haben. Und von den Menschen unter ja auch viel Einsatz und ja über Generationen hin ja geschaffen wurden. Das ist etwas, mit dem ich mich malerisch auseinandersetze und das dann eben tatsächlich auch dazu führt, dass man sich dem Raum, ich bin da draußen, man begegnet dem Raum und der Raum schreit nicht. Und dem gegenüber ist natürlich dann, wenn ich mich jetzt mit einem völlig frei gewählten Motiv wie den Clowns beschäftige, da überlege ich mir natürlich und sage, ja, also ich mache jetzt das schlicht und einfach, wozu ich Lust habe. Da kommt ja diebisches Vergnügen bei den Motiven dazu. Dann aber auch die Farbigkeit, die wird mir nicht durch Äußeres vorgegeben, sondern die findet ja dann in meinem Kopf statt. Ich will ja das, wozu ich Lust habe, egal welcher Farbton das ist. Die Ausstellung soll eigentlich Optimismus verbreiten. Nun ist es leider so, dass sie im Moment nicht gesehen werden kann. Der Lockdown kam dazwischen. Die Kunstwerke sollen bis Mitte Juni zu sehen sein, aber vielleicht wird die Ausstellung noch verlängert. Dann haben die Güstrower und Gäste der Barlachstadt noch die Chance, etwas farbenfrohen Optimismus zu tanken.